So, es ist jetzt noch eine Minute, bis also die Tanzshow losgehen soll. Und ich habe hier mal so ein bisschen im Channel mitgeguckt. Ich habe mir mal so eine schöne Position übrigens auch gesucht. Und zwar stellen sich die Gilden auch richtig gut vor, wie zum Beispiel hier ihre Fragen zu Gonsche Corp. GF finanzfreundlich und kostenfördernd kompetent beantwortet. Nur hier am Mondbrunnen. Als Info, das Haus Aber hat seinen Stand geöffnet in der Mitte vom Gelände, das große Haus. Ja, das ist die eine, also das sind die zwei Gilden, die ich vorhin schon namentlich erwähnt habe. Und ich hoffe, dass jetzt hier gleich die Leute, aber auch die hier noch rumstehen, diese Messebesucher, auch das Feld räumen, wie schon gesagt worden ist, weil sie ja hier gleich die Tanzshow machen wollen. Ich hoffe, dass das auch respektiert wird, aber es gibt ja leider immer Leute, denen das egal ist. Was ich irgendwie schade finde. Also ich hoffe, dass sie auch wirklich gleich gehen, sodass sie hier ihre Show aufführen können, weil mich interessiert das dann doch schon. Interessiert. Hat man auch das Programm hier eingestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. So. 19:30 Uhr. Da gibt es eigentlich einen TS-Server? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Da hat er mal eine interessante Frage gestellt. Da habe ich, glaube ich, irgendwas nicht, vielleicht nicht mitbekommen. Das würde mich mal interessieren. Oder ist das anders gemeint bei Rückkopplungen? Na, wann fängt es denn an? Scheinbar verzögert sich alles ein bisschen. Sobald es beginnt, werde ich wieder reinschalten. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt kam gerade die Ansage für die Tanzshow und ich hoffe, dass man hier auch was sehen kann. Sieht alles ziemlich voll hier aus. Also, ich werde mich mal ein Stück weiter hier lang bewegen. Werde mal reinzoomen. Ich glaube, damit haben wir die beste Sicht. Ich hoffe, ich bin hier richtig, aber es hieß ja Bühnenshow, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Tanzen auch auf der Bühne ist. Ansonsten. Auf der Bühne, ja, steht auch da. Ich suche eigentlich. Ja, von Tanz mit mir, nicht Tim. Was laber ich da für einen Schwachsinn? Aber bis jetzt sehe ich davon noch nicht so viel. Mann, ey, musste hier mit seinen fetten, blöden Mammut rumstehen. Mann, 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 Mann.
Krieger des Blutmondes, das ist genau, das ist die eine Guild. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gesichtet von Tanz mit mir. Oder Tanz mit mir ist vielleicht keine Gilde, sondern eine Zusammenschließung. Das da schon, der tanzt, der Troll. Vielleicht hätte ich. Oder ist das hier die Show? Ja, das ist jetzt gerade alles ein bisschen blöde zu verstehen. Weil hier echt zu viel dazwischen brüllen. Also ich denke mal, hier wird dieser Sebel macht gerade die Show. Das andere stumpf von Staub und Hitze in das Ödlands Sonne heiß. Ich denke mal, das, was die hier veranstalten, wird dazugehören. So kann ich mir das vorstellen. Und über über Bühne wird halt nur gesprochen, was allgemein für hier ist. Leider, die hätten es auch mal in dem Bühnenchannel vielleicht posten sollen, was er da von sich gibt, weil so kann man das echt ein bisschen schlecht erkennen. Darauf war ich jetzt auch nicht so in sich vorbereitet. Also ich dachte eigentlich, dass es darüber läuft. Aber wenn ich jetzt da Sagen einstellen würde, dann würden da oben sämtliches, was gequatscht wird von anderen, auch. Siegreich zog er eine Schlacht und voller Ruhm kam er zurück. Oh, das finde ich bescheuert, dass sie jetzt hier ihre Zugdings stören müssen. Also ich finde es gerade echt ein bisschen schade, was die hier machen, also die Besucher. Weil ich denke mal, dass die Gilden sich hier wirklich einen Arsch voll Mühe gegeben haben, was zu veranstalten. Und jetzt werden die hier unterbrochen von Zugstörern und etc. Ich finde das ein bisschen schade. Also sowas ist typisch PvE-Leute, die. Also das muss einfach nicht sein. Also das finde ich jetzt total scheiße. Ich hätte das jetzt gerne mal ein bisschen besser mitverfolgt. Würde hier nicht so viel Schmarrn gelabert werden. Was ich eigentlich auch wirklich schade jetzt für die Gilden finde, muss ich dazu sagen, weil, ja, wie gesagt, das hat bestimmt auch eine Menge Vorbereitung gekostet. Ich denke mal, dass der Kampf, der hier gezeigt wird, nämlich dazugehört zu dem Programm. Und er, der Tänzer, der erzählt die Geschichte. Also eine Geschichte dazu. Schade, schade. Streift vor Liebe einen Ring aus Gold an ihren Finger kalt. Ich hoffe, ihr könnt das wenigstens so ein bisschen hier mitlesen, was da gepostet wird. Also das, was der Troll halt redet. Wie gesagt, ich finde es schade, dass hier so viel dazwischen gequatscht wird. Und mich hätte das wirklich auch schon sehr interessiert, aber dieses Dazwischengerede, diese zu. Das muss alles nicht sein.
Alpha Dennis sieht die auch durch. Feuerwerk, okay. Gespannt bin ich ja auch mal auf die Pressekonferenz, was uns da alles gesagt und erzählt wird. Und wie gesagt, also wer mit mir immer gerne über das Rollenspiel an sich sich unterhalten möchte, der kann mich anschreiben, einfach mal bei Tamix, also bei Tamix IP auf Facebook oder via Twitter oder auf YouTube oder mir eine E-Mail schicken. Ich bin dafür auf jeden Fall zu haben, mir das mal alles anzuhören und mir das mal erklären zu lassen, weil mich das auch mal interessiert, weil es ist eigentlich der größte Aspekt in WoW, den ich noch nicht erkundet habe. Wenn man sich das hier oben auch mal so durchliest. Das ist ganz cool. Also ich habe auch schon viele, wo ich gewartet habe, viele coole Anekdoten gelesen. Also Rollenspiel-Anekdoten, die mir schon mal sehr gut gefallen haben. Dass viele richtig in ihrer Rolle stecken. Und das finde ich eigentlich wirklich ziemlich interessant. Wie gesagt, ich hätte damit, glaube ich, Probleme, in dieser Rolle zu bleiben. Aber auch wahrscheinlich, weil es für mich ungewohnt ist. So, jetzt schauen wir bitte. Ist das jetzt Absicht? Schon müsste jetzt eigentlich auch schon bald vorbei sein. Haben wir leider ja nicht so viel mitbekommen. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht die letzte noch mal versuche zu kriegen, vielleicht besser. Diesmal vielleicht wird sich da mal ein bisschen mehr benommen. Würde mich natürlich freuen. Als nächstes ist jetzt erstmal gleich der Showkampf dran. Um 20 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, die werde ich mich mal ein bisschen umgucken und werde mal schauen, was man noch so entdecken kann. Werd vielleicht auch noch die letzten Gilden, die uns fehlen, die wir noch nicht gesehen haben, zeigen, die hier an dem Projekt mitgearbeitet haben. Das, was ich bis jetzt gelesen habe, was sie sich hier ausgedacht haben, also muss ich sagen, Hut ab. War schon mal wirklich sehr gut. Das scheinbar war's. Ja.
War auf jeden Fall nicht schlecht. Also das, was sie sich da eben halt mit zu ausgedacht haben. Ist halt nur schade wegen diesen Unterbrechungen gewesen. Ja, muss man ja mal leider sagen. Da hätten sich die Spieler ruhig mal ein bisschen mehr benehmen können, damit man das vielleicht auch mal genießen kann. So, dann werden wir noch mal kurz hier in die Mitte schauen, was sich hier so. Das Haus Aber, die Gilde. Alles Blutelfen. Der Gilden gefunden. Wie gesagt, also man kann das auch nutzen hier wirklich, um die Leute zu fragen. Also man muss nicht sich das nur angucken, sondern man kann sich das halt wirklich die Leute auch fragen, wenn man Fragen dazu hat und alles. Also man muss sich das nicht stumm über sich ergehen lassen. Nein, wenn man wirklich Fragen hat, schreibt die Leute an, wispert sie an. Sie helfen euch, sie stehen euch zur Verfügung. So, hier steht Sylvanas Garde. Die hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Die haben uns die Skarabäen verkauft. Dann gucken wir mal hier. Ist alles Sylvanas Garde, okay. Ja, und halt, die Leute reden halt richtig in ihrer Rolle, was ich ziemlich cool finde. Und ziehen das durch. Ich denke, dass viele da sitzen und das belächeln werden, was ich echt total Schwachsinn finde, weil WoW kann jeder so spielen, wie er möchte und sollte den Leuten auch so gegönnt werden. Und wenn man das kann, sich in so eine Rolle fallen zu lassen, dann ist das wirklich respektabel meines Erachtens. Also wirklich einfach nur toll. Auf das Theaterstück bin ich ja auch noch gespannt. Ich hoffe, dass ich das noch hinkriege, zeitlich alles. Gut, und ich werde noch mal gucken, was ich hier noch entdecken kann. Das würde mich ja auch noch interessieren. Und dann mache ich erstmal einen Schnitt und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Bin auf jeden Fall noch sehr gespannt. Irgrims Kombinat. Sieht auch sehr nach Rassentrennung aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Das ist die Gonshoe Corporate. Die hatten wir ja schon mal. Also, das ist mir gleich mal aufgefallen, dass sie wirklich, wenn dann total Rassenreihen dastehen und nicht gemischt. So, hier soll es ja eigentlich auch irgendwo eine Info geben. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Wer denn hier die Infos gibt? So, was haben wir da oben? Ich gucke lieber überall mal rein, nicht dass ich irgendjemanden übersehe. Weil ich möchte ja wirklich so viel Impressionen wie möglich aufnehmen, weil ich das doch ziemlich interessant finde. Da hinten ist die Flugzone, die ich auf der Karte gesehen habe. Also ich habe die Karte auch noch im Hintergrund geöffnet, weil ich da doch des Öfteren mal raufgucke. Weil mich das wirklich auch interessiert, wo was ist. Also versuche zu gucken, wo was ist. Und ja, muss sagen, bis jetzt gefällt es mir schon mal ganz gut, bis auf diese Unannehmlichkeiten der Besucher. Aber es war eigentlich schon fast vorherzusehen, dass sowas passiert, auch davon mal abgesehen. Also, da ist man nicht vorgefeit. Gut, dann werden wir uns, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird der Showkampf im Haus AB, beim Haus AB stattfinden. Ich habe mich hier mal ein bisschen umgucken noch. Vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere, was ich euch zeigen kann. Ansonsten versuche ich den Showkampf aufzunehmen. Und oh Gott, ist hier viel los, ey. Boah, läuft schon ziemlich laggy. Alles klar, wir sehen uns gleich. Bye. So, liebe Freunde, ich habe es endlich geschafft, auf Push-to-Talk umzustellen. Und wie es aussieht, wird es jetzt gleich hier losgehen. Sind natürlich mal wieder Störenfriede auf der Bühne, aber ich hoffe, die lassen sich davon nicht beeindrucken.
Auf jeden Fall ist die Bühne ja schon mal ein Stück leerer, wie man sieht. Und jetzt bin ich einfach mal auf den Showkampf gespannt von Haus Abwehr. Ja, es kann passieren, dass hier öfters mal irgendein Körperteil bei uns im Gesicht ist. Das kommt einfach mal vor. Hier läuft eine Woggin rum. Ja, wie ich gerade gesehen habe, macht hier unten sogar die Allianz, geht schon die Allianz Rollenspiel gehen Werbung für sich. Muss ich mir das mal zurück erinnern, war das so? Natürlich nicht. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Schon lange keine Emotes mehr gemacht. Jawohl. Oh Mann, ey. Das verlernt man auch irgendwie. Außer LOL. Jetzt scheinbar geht es los. Kommandant Ralas den Ruchlosen. Na, wo ist er denn? Ach, da. In der unglaublich männlichen. Lettenecke sein Kontrahent. Entschuldigung, wenn ich ab und zu verpeile, das Push-to-Talk zu machen. Der Angsthase. Ja, der sieht ja voll ausgerüsteter. Was? Blutelf Paladin, genau. Bubbles Soulstone.
Nichts gegen Paladine. Und direkt in der Mitte sitzt natürlich irgendjemand AFK rum. Super. Na, ich wusste es. Babbel an. Der war live übertragen auf Twitch TV oder was? Mist, auf die Idee hätte ich auch mal kommen können. Ich hätte das alles auch als Livestream bringen können. Egal. Bin mal gespannt, wann er jetzt hier losgeht. Ich werde noch mal ganz kurz cutten, bis es anfängt. So, jetzt hat die Hostess gerade Runde 1 verkündet. Ich denke mal, jetzt wird es anfangen. Hat sich aber schon wieder irgendjemand in den Weg gestellt. Na. Also richtig durchsehen tue ich jetzt aber ehrlich gesagt auch gerade nicht. Da er hier hinten ja schon schreibt, oh, das sah schmerzhaft aus, als hätte Rallas auch mit Wattestäbchen bewerfen können. Oh, jetzt geht's, glaube ich, endlich los. Sieht doch mal nach Kampf aus. Zumindest die Haltung sieht schon mal nach Kampf aus.
Ja, irgendwie ist hier nicht richtig was rausgekommen, aber es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die irgendwie alle gestört worden sind oder so. Aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Aber vielleicht sollte das auch so darstellen. Da steht ja auch, meine Damen und Herren, wir haben einen Sieger im Kampf der Weicheier. Und vielleicht sollte das das auch einfach nur darstellen. Also wurde vielleicht von den Leuten das nicht so richtig erkannt, der Humor. Aber gut. Ja, damit wäre diese Sache auch abgeschlossen. Ich glaube, jetzt geht auch bald die Pressekonferenz los, in einer Viertelstunde, oder? Ich guck mal kurz auf meinen Plan. Ja, in einer Viertelstunde soll die Pressekonferenz losgehen und dann gucken wir uns das gleich mal an. Bis gleich.